So, willkommen zurück zur Selbstfolter. Yay, ach so, da haben wir mal, da haben wir wieder unseren unsterblichen Gott. Oh Mann. Okay, guck sich das mal einer an. Ich werde schon wieder. Ich werd mir schon wieder streng verboten, mich zu bewegen. Habt ihr das gesehen? Und was hat mich jetzt bitte schön gewone-hittet? Aber habt ihr das gerade eben gesehen? Mir wurde schon wieder verboten. Meine Bewegung war schon wieder deaktiviert worden. Und das macht dieses Spiel so gerne in letzter Zeit. Das. Ehrlich, warum? Bewegen ist das Einzige, was sich effektiv am Leben erhält. Und was verbietet dir das Spiel alle 5 Sekunden? Richtig, dich zu bewegen. Jeder das einzelne Dämonentreffer macht dich für eine gute Minute komplett bewegungsunfähig. Schon wieder Bewegungsunfähigkeit. Wo ist er? Wo ist er? Das ist der Speck. Wo ist der? Wo ist dieser? Ich hasse diese fucking Beschwörer. Der Typ kann sich nicht nur. Also, wir möchten mal diese Archer mal ganz präzise unter die Lupe nehmen. Sie greifen dich nicht an, das ist ein Vorteil. Sie haben 200 Milliarden HP. Sie haben einen Schutzschild, der bei der Beschwörung vor ihnen erscheint, dass sie nur noch von hinten und von den Seiten angegriffen werden können. Sie können eine Armee von starken Gegnern in binnen weniger Sekunden spawnen. Sie teleportieren sich die ganze Zeit durch die Map. Sie sind immun gegen alle Superwaffen. Dazu zählen die BFG, den Unmakür, das Schwert. Also ehrlich. Kann man es noch mehr übertreiben mit der absoluten Overpowerheit? Kann man einen Gegner noch mehr. Die einzige Stufe, wo sie das noch toppen könnten, wäre, wenn der wirklich einen absoluten God-Mode hätte. Guck mal, dann setzt er sich wieder mit seinem scheiß Schutzschild in irgendeine scheiß Ecke und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los, dass er wieder eine ganze Armee spawnt. Alter, das ist Porten erscheinen. Porten erscheinen. Porten erscheinen. Und später hast du eine Armee von 5000 Pingis, 2 Millionen. Das ist rohe Arch. Oh Mann, wir haben's kapiert. Das ist rohe Arch-Energie, Samuel. Wir haben's kapiert. Ich hab mich wiederholen gekackt, Leute. Wo ist er? Guck mal! Das Geile ist, der kann sich aber auch gänzlich einfach von der Map verpissen und außerhalb der Map dann seine Gegner spawnen. Fick dich! Okay.
Kettensäge, Kettensäge, Kettensäge. Oi, oi, oi. Ich hab vergessen, was denn. Was? Ich hab keine Kettensäge. Ich hab keine Kettensäge eingesetzt. So, du Drecksack, Alter, du hast mich häufig genug getötet. Shut the fuck up. Es war nur noch dieser Affen, sage ich schon, nur noch der Marauder zu besiegen, okay. Das Gute ist, wir haben den BFG-Schuss gespart. Wir können auch den Unmarkier, der hat dann 30 Schuss. Aber vom Unmarkier weiß ich, der schießt wahllos in der Gegend rum. Das sind keine sehr... Noch mal ein Papier. Die Ewigkeit nähern. Ja. Ich such die Auto-Map, die war da oben. Flash and Metal. Doom 2016, Flash and Metal. Ah, cool, das ist sogar aus meinem Lieblings-Doom ein Lied. Das ist der Cyberdemon. Erstmal in aller Ruhe umsehen. Wo geht's hier weiter? Also hier ist eine kletterbare Wand. Ich glaube, da kann man drauf. Oh Mann, ich hab keinen. Das ist einfach nur noch ekelhaft. Nur an den grünen Stellen kann man sich grabben und man muss ganz nach oben. Wie kommt man da noch? Warum macht das eigentlich sein, dass ich das bedienen? Ich hab keinen Bock mehr. Rein damit! Hä, was? Die Dämonen nutzen nur einen Teil der Energie, die die menschliche Seele mit sich bringt. Die Maker und die Wächterpriester entdeckten die wahre Macht der Essenz und setzten sie frei. Sie kombinierten Wächter- und Höllenenergie, veredelten sie und erschufen Argent. Damit taten sie erstaunliche Dinge. Sie retteten Welten vor der Auslöschung, heilten die Kranken und gaben denen, die würdig waren, unendliche Macht. Was sie entschieden, wer würdig war. Ein Glück kann man mit dem Dashen auch sowas kaputt machen. Ich glaube man... Ah, jetzt kommt man glaube langsam zurück zum Start. Ach nee, warte, hier geht's ja nur nach oben. Hier oben ist dann der finale Bossfight. Also kommen wir da jetzt gerade gar nicht mal hin. Das war Assi-Doom. Die
Diese Einrichtung entstand im Geheimen. Die Wächter der Nacht haben nie von ihrer Existenz erfahren. Wächtersklaven erbauten sie, denn ein Maker kann niemals die Hölle betreten und ein Dämon niemals Erdeck. Arjun Denua war für die Maker elementar. Mich eh, warum ist das nicht? Was ist das? Achso. Die werden jetzt gleich alle in der ersten Kampfzone aufgebraucht. So ein Skill habe ich. Die Hölle wusste von dieser Maschinerie. Es gab einen Handel mit dem dunklen Fürsten. Maker sorgten Energie von den Verdammten und im Gegenzug bekam die Hölle mehr Felden zum Verschlingen. Eine unheilige Union, die nicht weiter bestehen darf. Jetzt war die Störung gerade invertiert. Morgen! Das ist schon wieder so ein Schildtypi, Alter. Ich hasse die. So. Bam! Irgendwie mag ich diese gestärkten Dämonen. So. Einfach nur, weil ich es kaputt machen will. Jump! Mehr kaputt machen. Ich bin jetzt Randale-Ralf. Ich will alles. Ich hau dieses Gebäude zu Brei. Fuck. Hui! Ach, kommt mal ein bisschen mehr her.
Kann ich auch, kannst du da noch mehr oben? Gewesen. Okay. Achso. Ich dachte schon. Begib dich zum Transmitterturm. Zerstören kannst, sollte dich die unraffinierte Energie in ihre Welt befördern. Der Turm wird von zwei versklavten Titanen emporgehalten. Brich die Ketten, lass ihn in die Quelle unten fallen. Und ich gerade auf Schluss. Wieso lebt er immer noch? Explodieren die immer. Schaut, das ist da und... Okay, wo ist denn die zweite Kette? Ach so, ja, stimmt. Ja, okay, hab's kapiert. Ja, ja, ist gut. Oh. Die könnten die auch unter Umständen mal einsetzen, ne? Der Kranweger erweckt das Icon of Sin. Wir müssen uns beeilen. Ja, okay. Ist jetzt die Schnellreise? Immer noch. Ah doch, Schnellreisen anzeigen.
Da ist zu, dass es so schnell rauskommt. Und schon. Ja, sofort die Benommenheit. Ich wette, das wird ein Riesenspaß. Okay, es fehlt noch eine Schallplatte und ein... Das muss beides da unten sein jetzt. Kadaverförderband. So. Wie sieht's aus wie daheim? Das die Dinge bedingt sich schon gar nicht mehr. Wie kommt man da rüber? So auf keinen Fall. Zweiten Außen. Es gibt bestimmt irgendeinen ganz bescheuerten Weg, wie man da hinkommt. Also wirklich, wenn man ein Kenntnis hat dort ab, man muss auf jeden Fall erst aufs Untere. Got it! Das ist sogar ein One-Up. Hier ist die Meisterschaftsmarke. Und hier ist die letzte Schallplatte. Get them before they get you. Und jetzt ist es nur noch das Ding hier. Bye. Es war voll die Verschwendung von BFG, aber egal. Wir haben's. So, noch eine letzte Schnellreise. Ist doch super. Und jetzt müssen wir einfach nur noch eine Archenpart nehmen. Hui! Ah, ich habe die Herausforderung gar nicht angeschaut. Scheiße, was waren die? Egal, wir brauchen eh keine Wächterbatterien mehr. Töte 5-mal mehr als einen Gegner mit einem einzigen Blutschlag. Aha. Führe bei einem Tyrant einen Glory Kill von hinten aus. Führe bei einem Glory Kill. Ihr wisst schon, dass die Dinger nur durch Elite-Waffen sterben und nicht Glory Killed werden können. Oder? Also was eh manipuliert. Rechte bei darüber hin. Oh fuck, jetzt soll die Animation übersprungen. Geht ja mehr um die Sammlerstücke, ne? Wie viel Zeit hat die Folge noch? Die ging überhaupt nicht lang. Scheiße. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, bis dann.